Die Gewürztraminer Traube. Nicht Weinlese, sondern Wimmen heißt es bei uns in Südtirol. Früher in den Bergen hat man dazu eine Wimschüssel gehabt. Heutzutage sind die meisten Weinberge auf Spalieranbau umgestellt. Da hat die Wimschüssel ausgedient. Aber ein Wimschaffel wird auch heute noch genutzt. Kurz kosten und ab in den Keller. Die Gabel, mit der die Trauben in die Rebel geworfen werden, entspricht den Hygienevorschriften. Früher hat man die Trauben in Bottichen mit den Füßen gemostet. Die Rebel, Abbeermaschine in Hochdeutsch, trennt die Beeren vom Stielgerüst und zerdrückt die Traubenkerne, sodass ein Gemisch aus Fruchtfleisch, Traubenkerne, Schalen und Saft entsteht. Maischen nennt man diesen Vorgang. Hier saust sie entlang, die Maische. Wo geht's hin? Aha. In einen großen Stahltank. Der letzte Rest. Noch schnell mit dem Raffratometer die Zuckerkonzentration des Mosts gemessen. Und dann kommt auch der letzte Rest des Gewürztraminer Mosts in das Fass, wo der Most für einige Stunden sich selbst überlassen wird, damit er seine Aromastoffe freisetzen kann. Das wird nur beim Gewürztraminer so gehandhabt. Andere Weißweine werden sofort gepresst. Der Gewürztraminer hingegen muss einige Stunden warten, bevor er durch die Presse geschickt wird. Hier sehen wir keinen Gewürztraminer, der hätte nämlich in diesem Stadium eine ziemlich rote Farbe. Das hier ist ein bereits gegärter Weißburgunder.